Dann fragen wir ihn unter anderem selber und freuen uns, dass er heute hier ist. Und zwar als Parteichef der CDU mit jemandem, der ebenfalls Parteichefin ist, nämlich die Parteichefin der Grünen. Herzlich willkommen, Ricarda Lang und Friedrich Merz. So. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Wir haben festgestellt, dass wir hier sitzen haben, die jüngste Parteichefin einer im Bundestag vertretenen Partei. Und sorry, dass ich das jetzt so rausstelle. Ja. Sie sind der älteste Parteichef. Ja. Sie geboren wurden, war Ihr Einzug in den Bundestag. Wann haben Sie sich zum ersten Mal politisch wahrgenommen? Sagen Sie es. Sie denken noch nach, Herr Merz. Nee, ich weiß es. Ja, dann. Ich glaube, rund um die ganze Frage, wer der Parteivorsitzende bei der Union wird, also in den letzten Jahren. Ja, und dann richtig begegnet erst hier in Berlin. Ja, aber wahrgenommen politisch? Sie mich früher als ich Sie wahrscheinlich, altersbedingt. Das kann sein. Ja, aber in den letzten Wochen, ja, und auch manches Gespräch miteinander geführt. Frau Lang, Herr Merz hat neulich gemutmaßt, das ist noch gar nicht so lange her, viele Grüne hätten wohl lieber mit uns regiert als der mit der SPD. Gehören Sie dazu? Nein. Ich weiß nicht, mit welchen Grünen Herr Merz gesprochen hat. Aber ich glaube, wahrscheinlich habe ich mit mehr Grünen gesprochen. Und bei uns ist das ganz sicher nicht die Ansicht. Wir sind sehr zufrieden mit dem Bündnis, in dem wir gerade im Moment arbeiten. Es ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe. Wir sind angetreten, auch als Grüne, mit diesem Gefühl, nach 16 Jahren der Opposition kann man so vieles anpacken. Mhm. Ein Fortschrittsprojekt, ein Modernisierungsprojekt, weil auch vieles liegen geblieben ist, auch gerade unter der Unionsführung. Mhm. Und jetzt ist es natürlich eine Krisensituation, eine Kriegssituation. Das ist für jedes Bündnis hart. Aber ich glaube, wir haben bewiesen in den letzten Wochen, dass wir handlungsfähig sind, genau in diesem Bündnis. Und das lieber nicht. Mit wem haben Sie geredet, Herr Merz? Also ich spreche mit vielen Grünen und ich habe einen Eindruck, der etwas anders ist, als Frau Lang das hier aus ihrer Sicht dargestellt hat. Aber die Entscheidungen sind getroffen. Wir sind in der Opposition, Sie sind in der Regierung. Und einen Grünen möchte ich zitieren, der auch nicht zu denen gehört, der mit Ihnen regieren möchte. Das ist Jürgen Trittin. Und das, ja, was er das gesagt wundert hat, mich jetzt nicht. Ja. Das, was er gesagt hat, hat zu tun mit der Reise nach Kiew. Er hat getwittert, der Krieg sollte nicht, wir sehen es auch gleich hier auf dem Monitor, genau, der Krieg sollte nicht als Bühne für Landtagswahlkämpfe genutzt werden. Friedrich Merz' Reise nach Kiew ist ein Zeichen der staatspolitischen Unzuverlässigkeit der Unionsfraktion. Was antworten Sie Herrn Trittin? Da würde ich ihm antworten mit dem, was der Bundeswirtschaftsminister in der Kabinettsklausur gesagt hat und was auch öffentlich geworden ist, der nämlich gesagt hat, in der Runde des Bundeskabinetts anstelle von Friedrich Merz wäre ich auch gereist. Mhm. Stimmen Sie Herrn Trittin zu mit der Kritik, Landtagswahlkampf auf dem Rücken der Ukrainer? Wahrscheinlich kann ich mich, Herr Robert Habeck, nur anschließen, dass ich auch gereist wäre. Ich finde tatsächlich die Debatte, ob etwas nur Symbolik ist, und deshalb habe ich das auch nicht kritisiert, Ihre Reise, das müssen die Menschen der Ukraine entscheiden. Mhm. Und wenn die Menschen der Ukraine sagen, wir wollen, dass jemand kommt, dann finde ich, sollten wir das respektieren. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass die ganze Debatte rund um Besuche, und ich finde, das ist Annalena Baerbock auch gelungen in den letzten Tagen, gerade auch noch mal mit dem Besuch in Butscha, weniger von deutschen Befindlichkeiten und weniger von Wahlkampfgeplänkel an dieser Stelle geprägt ist. Bei den Besuchen geht es nicht um uns, sondern es geht um die Menschen in der Ukraine und es geht darum, dass wir ihnen zeigen, wir werden euch nicht vergessen. Denn genau das ist dort die Angst, dass es hier ein Zurück zur Normalität, zurück zu Business as usual. Mhm. Und ich glaube, das hat Annalena Baerbock noch mal gezeigt, das wird es nicht geben. Wir werden die Menschen, gerade die, die in Butscha gestorben sind, nicht vergessen. Und deshalb war es auch... Und deshalb war es auch wichtig, dass Sie vermittelt haben. Das war ja die Frage, die wir gerade gestellt haben. Also wenn es wichtig ist, dass da jeder tatsächlich auch noch mal wirklich auch Präsenz zeigt von der deutschen Regierung aus. Ohne Sie wäre Frau Baerbock nicht dahin gekommen? Das weiß ich nicht. Das hat ja eine Vorgeschichte meiner Reise. Ich hatte eine Einladung des Parlamentspräsidenten schon im Februar. Und ich hatte mit ihm und auch mit dem Staatspräsidenten bereits für den 22. Februar feste Termine in Kiew verabredet. Mhm. Und dann hat Zelensky am Vorabend die Reise absagen müssen, weil er meine Reise absagen müssen, weil er selber nicht in Kiew war, sondern in die Ostukraine reisen wollte. Und ich habe dann sowohl ihm als auch dem Parlamentspräsidenten zugesagt, ich hole die Reise so schnell wie möglich nach. Und der Zeitpunkt war deswegen genau richtig, weil wir ja in der Vorwoche eine gemeinsame Bundestagsentschließung dann auch verabschiedet hatten, die auf unsere Initiative dann gemeinsam auch mit allen Bundestagsfraktionen, SPD, Grüne, FDP, ab
abgestimmt worden war. Und das war dann der richtige Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, ich mache diese Reise jetzt. Und ich kann nur sagen, die Dankbarkeit, die ich dort erfahren habe, sowohl von Selenskyj als auch vom Ministerpräsidenten, vom Parlamentspräsidenten, von den beiden Oppositionsführern und dann abends noch von den beiden Klitschko-Brüdern, die hat mich schon überwältigt. Und ich muss sagen, dieses Wort, das sei symbolisch. Ja, in der Politik ist viel Symbolik. Und auch mal symbolisch zu zeigen, gerade aus Deutschland heraus, dass man zu diesem Land steht und dass das auch die Opposition tut und dass es hier nicht irgendwelche Gründe gibt zu vermuten, dass Deutschland wieder mit Russland auf dem Rücken anderer Länder Politik macht, das war mir auch als Oppositionsführer wichtig und dazu stehe ich auch. So, jetzt war Annalena Baerbock da und wir haben angefangen darüber zu reden, was sie da gesagt hat. Das würde ich gerne jetzt mal vom Inhalt her kommentieren. Also nie wieder eine Abhängigkeit, also auf null die russische Energie und zwar für immer. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also zunächst einmal, ich finde gut und fand gut, dass Annalena Baerbock nach Kiew gereist ist. Ich weiß nun selber auch zu beurteilen, dass das nicht ganz einfach ist. Das ist technisch nicht einfach, das ist auch nicht ganz ungefährlich, dass sie das gemacht hat. Chapeau. Ja. Was sie da gesagt hat, teile ich in dieser apodiktischen Form nicht. Nie wieder Energie aus Russland beziehen. Also, Abhängigkeit. Wir haben es ja gerade, das ja, war also wenn das in, im Sinne hören, von, ja? So wie Robin Alexander es gesagt hat, im Sinne von Abhängigkeit, dann ja. Mhm. Aber dass wir irgendwann dieses große Land, 140 Millionen Einwohner, das ist das größte Land der Welt, ich bin auch der Meinung, unverändert ist es ein europäisches Land, dass wir irgendwann mit diesem Land wieder sprechen müssen, dass wir auch vielleicht Energie wieder beziehen aus Russland, ja. Gegenseitige Abhängigkeit, nein. Ich glaube, dass wir mit Russland sprechen müssen. Das ist gar keine Frage. Es ist auch uns allen klar, dass Diplomatie auch am Ende der Frage, vor der wir gerade stehen, steht. Nur die Frage ist, unter welchen Bedingungen findet Diplomatie statt? Unter denen, wo Russland diktieren kann und unter welchen, wo am Ende die Ukraine als souveräner Staat steht. Und trotzdem finde ich es richtig, was sie an dieser Stelle gesagt hat. Denn es ist ja klar, wir reden darüber, dass wir aus den Fossilen aussteigen, weil die Fossilen immer auch das Tendenz zum Monopol haben. Wirtschaftlich, damit aber häufig auch verbunden ökonomisch, politisch. Und deshalb ist gerade dieser Komplettausstieg aus den russischen Fossilen richtig, wenn aus Russland irgendwann mal kein Gas mehr fließt, was wir in den nächsten 2 Jahren hinbekommen wollen, dann sollte aus Russland tatsächlich nie wieder Gas fließen. Und wir müssen ja auch aus der aktuellen Situation lernen. Wir haben gesehen, also Wandel... Das muss ich jetzt festhalten. Sie gehen also weiter als Frau Baerbock und sagen, nie wieder soll Gas fließen und nicht nur, wir brauchen keine Abhängigkeit. Das ist ja tatsächlich ein Unterschied. Ich finde, wenn wir jetzt aus dem russischen Gas aussteigen, dann sollte das ein Komplettausstieg noch ein dauerhaftes sein. Das heißt nicht, dass es in Zukunft keine wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Land geben soll. Aber wegzukommen von der Abhängigkeit, wir haben ja gesehen, dass genau dieser Ansatz Wandel durch Handel, der hat uns nicht sicherer gemacht, der hat uns unsicherer gemacht. Mhm. Und das heißt, zu überlegen, wie wir es schaffen, dass in Zukunft nicht andere die Spielregeln diktieren, sondern wir auch als Europa eigene Spielregeln ausstellen können, das muss ja das Ziel jeder Wirtschaftspolitik sein, weil damit schützen wir am Ende nicht nur Klima, nicht nur Zukunftsfähigkeit, sondern am Ende ja tatsächlich auch wirklich unsere Demokratie. Was Frau Baerbock nicht gesagt hat, auch das hat genau, was Frau Baerbock nicht gesagt hat, ist, wann soll man die Abhängigkeit auf null bringen? Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage. Ja, was würden Sie und ich denn will auch Frau Lang an einer Stelle widersprechen. Soweit es sich um Energieträger handelt, ist das sicherlich ein Thema, über das man reden kann. Aber Gas ist ja nicht nur ein Energieträger, sondern Gas ist Rohstoff und wird gebraucht für sehr viele Industrien als Rohstoff. Und auf Gas als Rohstoff komplett zu verzichten, das werden wir hoffentlich in dieser Volkswirtschaft nie tun, denn dann würden wir große Teile unserer Industrie verlieren. Also alles, was in der chemischen Industrie, in der Düngemittelindustrie, überall, wo sie Gas als Rohstoff brauchen, würde ich mich vehement gegen eine solche apodiktische Festlegung, dass wir nie wieder Gas importieren, wehren, weil das wäre ein wirklich für unsere Industrie, für viele Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland, das Ende. Aber das war nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass wir komplett aus dem russischen Gas aussteigen sollten. Ja, ja, und ja, wir müssen auch den Erdgasausstieg auf den Weg bringen. Aber es ist klar, wir beziehen ja gerade aus alternativen Quellen was. Das machen wir auch mit schwierigen Partnern. Ja. Wir reden über Katar, wir reden über verschiedene auch schwierige Partner. Das müssen wir kurzfristig tun. Aber natürlich darf es dabei nicht darum gehen, dass wir eine alte Abhängigkeit, die von Russland, durch neue Abhängigkeiten wiederum Russland oder Länder wie Katar ersetzen. Das heißt, der Erdgasausstieg, das muss schon die Zukunftsperspektive sein, weil am Ende müssen wir uns unabhängig machen von den Energieträgern, die uns immer wieder angreifbar und verwundbar gemacht haben in Europa. Wenn wir über Energieträger reden, gibt es keinen Widerspruch. Wenn wir über Rohstoff reden, haben wir einen Dissens. Rohstoff brauchen wir. Zwei kurze Nachfragen. Also wann? Naja, also zunächst einmal jetzt so schnell wie möglich mit Russland in der Perspektive. Was heißt denn jetzt so schnell wie möglich? Also wir können wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren
raus aus russischem Gas, wenn Ersatz vorhanden ist. Ich meine, wir sind jetzt von 55, wir sind jetzt von 55 auf 32% runter in einer relativ kurzen Zeit. Das zeigt ja auch, wo da also die Möglichkeiten auch einer solchen Wirtschaftsordnung wie der unseren liegen. Ja. Aber ganz raus wird schwierig. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir das erzwingen sollten, sondern wir sollten es tun, sobald wir es mit Ersatzlieferungen uns erlauben können, denn wir müssen uns ja nun nicht ohne Grund selbst noch zusätzlich schädigen. Das war die kurze Nachfrage an Sie. Die kurze Nachfrage an Sie, Frau Lang. Es gibt nicht wenige, die sagen, wir brauchen die Atomkraft, um beides zu machen. Also wir haben heute diesen Bericht, die Erderwärmung wird schneller passieren, als alle gedacht haben. Vielleicht schon eben 2026 ist dieses 1,5 Grad, also diese Schwelle erreicht. Das heißt also, man muss eigentlich sehr schnell agieren, schon aus diesem Grund. Die Idee, dass man die Atomkraft wieder in Betracht zieht, Friedrich Merz sagte, vielleicht die neue Version der Reaktoren, die da kommen mag, völlig undenkbar, dass sie umschwenken? Das wurde ja tatsächlich geprüft. Das wurde im Wirtschaftsministerium geprüft, das wurde im Umweltministerium geprüft. Und da hat sich herausgestellt, es ist technisch unglaublich schwierig und es ist eine unglaublich teure Energie. Und wir haben Fragen, die immer noch nicht gelöst sind, zum Beispiel die ganze Frage der Endlagersuche. Und was wir auch sehen in dieser jetzigen Situation ist, dass wir häufig in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, die Kosten von dem, wie wir leben, wie wir Energie erzeugen, externalisiert haben. Also zum Beispiel gab es nie wirklich billiges russisches Gas. Mhm. Das war immer teuer, den Preis hat nur jemand anders gezahlt, jetzt zahlt die Ukraine. Und wenn wir jetzt auf Atomkraft setzen, dann haben wir vielleicht für jetzt eine funktionierende Lösung. Aber dass die Kosten oder den Preis zahlen dann die nächsten Generationen, bis zu 40.000 Generationen. Und wenn wir über die Frage sprechen, die Sie angesprochen haben, wie können wir das Klima schützen, dann sind das die Erneuerbaren. Das heißt, da müssen wir jetzt schneller werden. Da müssen wir von Abstandsregelungen, wie sie in NRW gelten, endlich wegkommen. Da müssen wir in vollen Turbo die Verwaltung besser aufstellen. Das ist doch die Zukunft. Und warum sollten wir jetzt in die Vergangenheit schauen, statt wirklich jetzt das auf den Weg zu bringen, so schnell wie es geht? Haben Sie eine Antwort darauf? Naja, also ich sag mal so, meine Antwort fällt etwas differenzierter aus. Große Teile der europäischen Mitgliedstaaten setzen auf Atomenergie. Frankreich baut neue, England wahrscheinlich auch, die Niederlande, viele andere planen es. Wir haben vierte, fünfte Generation von Atomkraftwerken, die sogar abgebrannte Brennstäbe wiederverwenden könnten. Das Entsorgungsproblem ließe sich zum Teil lösen. Ich sage das mal nur theoretisch. Ich glaube nicht, dass das für Deutschland zurzeit eine Option ist. Mhm. Aber es ist eben in anderen Ländern sehr viel anders. Und was den Klimaschutz betrifft, wenn wir uns immer wieder gern auf den Bericht der Internationalen Klimaschutzkonvention berufen, dass IPCC sagt ja zweierlei. Erstens, Atomenergie ist ein Teil der Lösung. Zweitens, die Abscheidung von CO2 aus der Luft und das Recyceln von CO2 ist auch ein Teil der Lösung. Das wird in Deutschland nicht ernsthaft erwogen. Mhm. Also meine Vermutung ist, Frau Lang, das ist gar nicht parteipolitisch, sondern es ist nur eine rein technisch begründete Vermutung. Wir werden mit der reinen Vermeidung und dem Umstieg und Ausstieg aus allem, was wir zurzeit machen, das Problem nicht lösen. Mhm. So, und da sind wir nicht alleine auf der Welt. Es werden viele andere mithelfen müssen, das Problem zu lösen. Deutschland hat ja Klimaziele auch schon erreicht. Wir sind bei -40%. Ja, sind wir. Wir sind im Grunde genommen im Korridor, den wir uns selber gesetzt haben. Jetzt kommt allerdings die schwierigere Phase. Der zweite Teil wird viel schwieriger als der erste Teil. Und da werden wir noch ziemlich viele Diskussionen haben, wie wir das richtig machen. Im Ziel sind wir uns einig, den Weg werden wir noch mal diskutieren müssen. So, ich glaube, dass wir da sehr viele Diskussionen haben werden, das ist komplett klar. Aber was ich nicht ganz verstehe, Sie werfen ja auch Debatten auf, über die man debattieren werden muss. Mhm. Ne? Die Frage, was gibt es da für Mittel? Aber warum geht man diesen Schritt, wenn gleichzeitig Ihre Partei in den letzten Jahren immer wieder, und es ja auch in vielen Ländern noch tut, den Ausbau der Erneuerbaren blockiert hat? Also warum gehen wir nicht den leichtesten Weg? Wir können jetzt bei Wind, bei Sonne, wir können so viel mehr machen. Ja, wir haben Abstandsregelungen, wir haben Verzerrungen. In den letzten Jahren sind 50.000 Jobs in Deutschland verloren gegangen. Im Bereich der Solarenergie. Er hat gesagt, er ist bei Ihnen. Ja, ich würde gern Taten sehen, weil Klimaschutz auf die Plakate schreiben ist leicht. Jetzt mal, Ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg hat gerade das Ausbauziel von 1.000 neuen Windkrafträdern auf 500 halbiert. Und die Regierung in Brandenburg, an der Sie beteiligt sind, beschließt in dieser Woche Abstandsregeln. Also Frau Lang, es ist nicht ganz so einfach, wie Sie das hier sagen. Das ist hochkomplex und das ganze Thema Windenergie. Und ich komme aus einem Wahlkreis, in dem das Thema sehr
streitig diskutiert wird, weil es natürlich auch Eingriffe in das Landschaftsbild darstellen, muss im Konsens mit der Bevölkerung gelöst werden und nicht im Streit. So, und deswegen haben wir da noch einen ziemlich langen Weg. Nochmal, im Ziel einig. Ich glaube, dass in der Photovoltaik auch große Chancen bestehen. Aber das Thema Windenergie darf diese Gesellschaft nicht spalten. Aber es tut sie an der einen oder anderen Stelle. Und sorry, wenn ich das mal sage, Ihre Regierung an Ihre Regierungsbeteiligung macht Abstandsregeln. Nicht wir allein. Vielleicht kann ich zu Brandenburg einmal was sagen. Dort waren die Abstandsregeln tatsächlich schon im Koalitionsvertrag verankert, auch auf Ihren Wunsch, Ihrer Partei. Ja. Und was dort gerade diskutiert wird, ist, dass man sagt, die kommen nur, wenn 2% Flächenziel eingehalten werden. Wenn 2% Flächenziel nicht eingehalten werden, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist, dann wird diese Regelung nicht kommen. Das haben die Grünen dort gegen CDU und SPD durchgesetzt. Die Frage, von wie nehmen wir die Menschen mit bei der Windkraft, das ist eine zentrale Frage. Ja. Aber das tut man nicht, indem man immer wieder da auch Ängste schürt, sondern ein Beispiel, was wir jetzt auf den Weg bringen, ja auch mit Osterpaketen, allem, was geplant ist, die Kommunen automatisch finanziell beteiligen. Wenn die Bürgermeister sehen, damit kann ich bei mir vor Ort das Schwimmbad oder die Kita finanzieren, dann fallen da ganz viele Vorbehalte weg. Das heißt, wir könnten ja, statt zu gucken, wo kann man noch mal verhindern, und das wird auch in den Ländern passiert, das auf CDU-Druck, nicht auf unseren, wirklich gucken, wie nehmen wir die Leute mit. Und ich glaube, gerade die finanzielle Beteiligung ist da ein Zukunftsweisend. Ich bin total dankbar, dass wir mal über was anderes geredet haben, was eigentlich die ganze Zeit passiert. Und trotzdem muss ich Sie jetzt noch mal auf einen wichtigen Punkt, wo ich auch Ihre beider Meinung wirklich wichtig finde, bringen. Und zwar auf einen Punkt, der auch alle betrifft. Es geht um das Geld, das durch Steuern verdient wird und das jetzt ausgegeben werden soll. Und zwar für die Bundeswehr. 100 Milliarden, das ist das Sondervermögen, Frau Lang, das die Zeitenwende sozusagen ausmacht. Vor allem für dieses Sondervermögen, um das zu implementieren, brauchen Sie die CDU, weil man da ans Grundgesetz ran muss. Es gibt eine Forderung von der Union, die sagt, dass es darf nur ausschließlich für die Ausrüstung ausgegeben werden und es muss dauerhaft dieses 2%-Ziel, also 2% Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung und für das Militär muss ausgegeben werden. Gehen Sie da mit an diesen Forderungen? Nein, dann hätten wir wahrscheinlich uns ein paar Debatten ersparen können zum 2%-Ziel einmal. Ich halte nichts davon, dass wir uns etwas ins Grundgesetz schreiben, was erstmal eine Chiffre ist, aber wir müssen ja konkret schauen, welche Fähigkeiten brauchen wir. Und wenn man diese Fähigkeiten hat, jetzt wollen wir diese 100 Milliarden ausgeben. Ich würde eigentlich erwarten, dass die Union, die in den letzten Jahren eine sehr große Verantwortung dafür getragen hat, wie die Bundeswehr jetzt aufgestellt ist, jetzt auch die Verantwortung nimmt, das mit uns gemeinsam anzugehen. Dann zu sagen, weil wir mal ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter sehen, versteht was gegen das Grundgesetz, das macht keinen Sinn. Und was wir bei den konkreten Ausgaben wollen, ist die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Also all das, was auf die NATO-Quote anrechenbar ist, das sind die Streitkräfte, ganz klar. Es ist aber zum Beispiel auch sowas wie Cybersicherheit. Und ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht, warum die Union sagt, Cybersicherheit wollen wir nicht mit da reinnehmen. Wenn wir jetzt 100 Milliarden in die Hand nehmen, und das ist in der jetzigen Situation richtig, dann sollten wir auch nicht so tun, als hätten wir nicht mitbekommen, dass das Internet existiert, sondern müssen wir das auch nicht nur für die Konflikte der letzten Jahre, sondern auch für die der Zukunft machen. Cybersicherheit ist bei Ihnen mit drinnen? Ja, also ich kann vielleicht mal aufklären über das, was die Union sagt. Erstens mal, wir sind bereit, diesen Weg grundsätzlich mitzugehen. Wir haben nie die Forderung erhoben, die 2% ins Grundgesetz zu schreiben, sondern das ist schon mal erfreulich. Nein, das ist aber auch öffentlich und das hat es nie anders gegeben. Wir haben allerdings gesagt, wir wollen auch jenseits der Zeit dieser 100 Milliarden die Verteidigungsausgaben so, wie der Bundeskanzler es seiner Regierungserklärung gesagt hat, dauerhaft bei mehr als 2%. Das ist ja nicht unsere Erfindung, sondern das ist die Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Wir sind ja in der verrückten Situation, dass wir jetzt diejenigen sind, die das verteidigen, was der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung gesagt hat. Wenn wir das freuen machen, Sie sich doch, sind das wir ist ja, zusammen. Ja, mal was Schönes. So, und die Frage, wofür das Geld ausgegeben wird, ist im Grunde genommen auch beantwortet. Wenn ich die Gespräche richtig verstanden habe, die jetzt mit der SPD und mit der FDP geführt werden, Verteidigungsministerium und Finanzministerium, dann gibt es eine Einigung darauf, dass im Grundgesetz steht Bundeswehr. Mhm. So, und zur Bundeswehr gehört auch Cyber Security. Die Bundeswehr hat ein Cyberabwehrzentrum. Und selbstverständlich wird das natürlich auch mitfinanziert. Andere Vorstellungen, die Sie möglicherweise haben, müssen Sie aus dem normalen Bundeshaushalt finanzieren, nicht aus diesem Sonderhaushalt. So, und diese Vorstellung, darf ich diese Vorstellung einmal noch mal... Da sind wir drüber weg, das ist schon anders verhandelt. Mit einem Zitat, das Sie im Bundestag in einer Rede gesagt haben, wo wir vielleicht noch mal tiefer in die grundsätzliche Problematik, die zwischen Ihnen herrschen könnte, steigen. Friedrich Merz hat am 23. März gesagt, wofür das Geld nicht ausgegeben werden soll, nämlich dafür. Die Ausgaben müssen, so wie Sie es hier gesagt haben, Investitionen in die Bundeswehr sein und für nichts anderes, nur für die Bundeswehr. Sie können von mir aus
feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr. Herr Merz, was haben Sie gegen feministische Außenpolitik? Also da hat mir Frau Baerbock dann ein paar Tage später eine nette Replik gegeben. Da hatte sie... Sie hat, glaube ich, im Bundestag sogar geantwortet. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es an dem Tag war oder nicht. Das war auch okay. Ja. Also ich habe damit gar nichts Abfälliges sagen wollen, sondern mir ging es um den Punkt zu sagen, wir müssen das Geld wirklich für die Bundeswehr ausgeben. So. Aber es klang schon so, als ob Sie feministische Außenpolitik nicht ausgeben wollen. Also ich würde gerne dann mal wissen, was feministische Außenpolitik vielleicht ist. Vielleicht können Sie es ihm sagen, Frau Lang. Und ich habe es gar nicht abwertend gemeint, auch wenn es vielleicht so geklungen hat. So war es nicht gemeint. Ich weiß, dass es da Probleme gibt. Aber nochmal, das war eine Bundestagsdebatte, in der ich darauf hingewiesen habe, wir wollen dieses Geld für die Bundeswehr ausgeben. Was ist feministische Außenpolitik? Und warum sollte Herr Merz ein Interesse daran haben, dafür Geld auszugeben? Ich glaube, wir müssen erstmal zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die konkrete Frage beim Sondervermögen. Da reden wir schon lange nicht mehr über Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel. Das heißt, das sind ja auch ein bisschen Scheindebatten, die ja aufgemacht werden. Was Sie aber impliziert haben, und da finde ich schon die Art, wie man sowas sagt, wenn man dazu noch so eine nette Handbewegung macht. Wir wissen alle, wir werden noch mal polemisch im Parlament, das gehört auch ein bisschen dazu, aber das impliziert ja ein bisschen, das ist Gedöns. Das hat alles nichts mit der Realität zu tun. Und wenn man sich jetzt anschaut, was bedeutet feministische Außenpolitik, für mich sind das vor allem zwei Dinge. Und das eine ist, dass wir die besondere Situation von Frauen und auch Betroffenheiten, Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit von Frauen in Krisensituationen, in Kriegssituationen anerkennen. Zum Beispiel, indem wir klare Regeln schaffen, wenn es darum geht, wie Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt werden. Und das Zweite ist, dass wir vorsorgender handeln, als dass wir uns anschauen, dass zum Beispiel Kompromisse, die geschmiedet werden, dass die besser funktionieren, wenn Frauen daran beteiligt werden. Nicht, weil Frauen irgendwie bessere Menschen oder irgendwie sowas sind, sondern weil sie einfach die Hälfte unserer Bevölkerung ausmachen. Ich würde mir wünschen, dass man nicht impliziert, dass die Hälfte dieser Bevölkerung mitzudenken in allem, was wir politisch tun, dass das Gedöns wäre. Gegenteil, ja. Okay. Aber offensichtlich hat Frau Baerbock und Frau Lang sie überzeugt, weil ich erinnere Sie noch mal daran, dass Sie gesagt haben, viele Grüne wollen mit den Schwarzen regieren. Erlauben Sie mir, dass wir an ein paar stichwortartigen Fragen, die alle mit Ja und Nein zu beantworten sind, ob es nicht doch noch Differenzen gibt. Herr Merz, sollen Ärzte für Schwangerschaftsabbrüche werben dürfen? Wir haben einen konkreten Vorschlag gemacht, wie dieser 219a Strafgesetzbuch geändert werden kann. Und, Ihre Antwort ist? Diese Werbung, so wie sie von den Grünen und von der SPD vorgeschlagen wird, ist nicht unsere Meinung. Ja oder nein? Ich glaube nicht, dass Sie dafür werben würden, sondern es geht darum zu informieren. Der 219a ist nichts anderes als ein Informationsverbot, auch in der geänderten Form. Und ich kann als Frau sagen, Ihren Vorschlag, den kenne ich. Information ja, Werbung nein. Das ist aber unser Vorschlag. Wie stellen Sie sich denn Werbung für Schwangerschaftsabbrüche vor? Ich laufe abends durch die U-Bahn und sehe dort eine Werbung, denke mir, das ist so attraktiv. Sondern es geht um Frauen, die in einer schwierigen Situation sind. Und ich kann sagen, in so einer Situation will ich selbst für meinen Körper entscheiden. Genauso wie wahrscheinlich Herr Merz immer selbst für seinen Körper entscheiden wollte. Nächste Frage. In beiden Fällen sollte es möglich sein. Nächste Frage. Es ist, wie gesagt, ich versuche es. Man könnte theoretisch auf alle Fragen mit Ja oder Nein antworten. Frau Lang, soll es eine Sondersteuer für Unternehmen geben, die im Krieg überhöhte Gewinne machen? Ja, man muss aber schauen, was heißt überhöhte Gewinne. Hier geht es nicht um viel Mittelstand oder sowas. Viele Unternehmen kommen schwer durch die Situation, die brauchen Unterstützung. Aber wenn zum Beispiel Mineralölkonzerne gerade trotz sinkenden Rohstoffpreisen unglaublich viel Geld mit der Angst der Leute an der Spritsäule machen, dann sollten wir da als Staat eingreifen, aus meiner Sicht. Nein, weil es nicht geht, denn die Abgrenzungsschwierigkeiten sind unüberwindbar. Sollen Hartz-IV-Sanktionen ganz abgeschafft werden, Herr Merz? Es gab nie Sanktionen, sondern es gab Anreize, eine Beschäftigung aufzunehmen, und die müssen bleiben. Ja, ich glaube, die Menschen, die diese Sanktionen erfahren haben, die wissen, dass es Sanktionen sind, dass es keine Anreize sind. Wir reden über ein Existenzminimum, und das Existenzminimum sollte allen Menschen zustehen. Das ist unstreitig. Ja. Aber das ist nicht die Realität. Sollte der Staat die katholische Kirche weiter mit Milliarden von Euro zu unterstützen, Frau Lang? Wir reden ja über eine Ablösung von den Kirchenverträgen. Ich glaube, da sind wir auch dran. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Das ist natürlich durch die derzeitigen Skandale, die wir erleben, noch mal eine stärkere Frage. Das ist jetzt aber tatsächlich eine Frage, glaube ich, die ganze Frage von Verhältnis Staatenkirche, die kann ich nicht mit Ja und Nein beantworten. Teile ich. Und im Übrigen geht es nicht nur um die katholische, sondern auch um die evangelische Kirche. Da müssen wir die ganzen Staatskirchenverträge überprüfen. Halbe Einigkeit. Sollte die Fußball-WM in Katar diplomatisch boykottiert werden, Herr Merz? Also ich fahre jedenfalls nicht hin. Frau Lang? Ich auch nicht.
Eine Einigkeit haben wir gefunden. Sie haben einmal gesagt, es wird schlimm, wenn die Grünen regieren. Dann gibt es die Gendersprache, die uns von allen aufgezwungen wird. Das Land wird überzogen von neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben. Es wird einen grünen Klimaminister geben, der Gesetzesvorhaben blockiert, die den Klimaschutz zuwiderhandeln. Und ein Einwanderungsministerium soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit einladen. Wenn Sie Frau Lang so hören, ist es weniger schlimm gekommen, als Sie dachten. Das war von 2021 und ich muss sagen, die Grünen sind jetzt in der Regierung und in der Regierung machen sie im Wesentlichen ihre Sache gut. Sie unterscheiden sich jedenfalls wohltuend von anderen Kabinettsmitgliedern, die im Augenblick weit hinter dem zurückbleiben, was man von ihnen eigentlich erwarten müsste. Wollen Sie ein Kompliment über die Opposition heute Abend zurückgeben? Sie haben nämlich damals gesagt zu diesem Tweet, das sei demokratieschädigend, was Herr Merzer sagt. Ich finde, solche Schreckensbilder aufzusagen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ich war ganz lange frauenpolitische Sprecherin der Grünen, habe dieses Thema verantwortet. Ich habe über Finanzierung von Frauenhäusern geredet und Löhne in der Pflege und überhaupt nicht über das Thema Gendern. Und Sie dürfen ja auch immer noch Ihren Twitter-Account behalten, obwohl wir in der Regierung sind. Ja, ist doch gut, oder? Gemeinsam werden Sie regieren, so wie wir es heute gehört haben, in Schleswig-Holstein in einer Dreierkonstellation, Nordrhein-Westfalen am Sonntag. Was wünschen Sie sich? Also Schleswig-Holstein reicht nach diesem Wahlergebnis der Union für eine Zweierkonstellation. Herr Günther hat gesagt, er möchte gerne die Dreier weitermachen. Möchte das, aber die beiden Kleinen haben ja schon erklärt, dass er das nicht machen. Und in Nordrhein-Westfalen wünsche ich mir, dass die CDU stark genug ist. Und ich glaube, wir haben die gute Chance, das hinzubekommen, dass wir eine Koalition in Nordrhein-Westfalen bilden. In Schleswig-Holstein sollten aus meiner Sicht erstmal die beiden Wahlsieger miteinander sprechen und das sind CDU und Grüne. Mhm. Und in Nordrhein-Westfalen sollte keine Regierung an uns vorbei geboten werden können, weil es am Ende nicht nur darum geht, wer eine Staatskanzlei setzt, sondern ob in diesem Land, größte Industrieregion hier in Deutschland und hoffentlich, wenn es nach uns Grünen geht, die erste klimaneutrale Industrieregion in ganz Europa, ob dort Transformation zum Standortvorteil wird. So blicken wir auf die Wahl und schauen, wie es ausgeht und danken zwei ChefInnen und Parteichefs. Herzlichen Dank, Friedrich Merz und Ricarda Lang. Schön, dass Sie da waren. Danke schön.